Liebe Freunde meines Kanals, willkommen hier zurück zu Nioh. Es kommt mir vor, als wäre es gestern gewesen. Dabei ist es schon über 2 Jahre her, dass ich Nioh das letzte Mal gezockt habe. Damals habe ich es immerhin, naja, 16 Folgen lang, glaube ich, gespielt und dann liegen lassen. Es kamen einfach ein paar andere Spiele raus. Jetzt gab es ja die Demo von Nioh 2 und die hat mich so gepackt, dass ich mir gedacht habe, alles klar, da muss ich nochmal ran, da muss ich einfach weiter zocken. Und genau das, ihr lieben Leute, werde ich auch heute machen. Deswegen spielen wir hier heute Nioh weiter. Das gute alte Nioh. Ich weiß ehrlicherweise nicht, wo ich gerade im Spiel bin. Ich hoffe einfach, dass ich hier richtig bin. Und zwar bei Ginchios Bitte. Ginchio hat eine Nachricht geschickt. Sie bittet dich, bei der Suche nach einem Geschenk für Fürst Munzhige persönlich zu begleiten. Sie scheint Gefallen an dir gefunden zu haben. Bitte verhalte dich angemessen und enttäusche sie nicht. Ich empfehle euch, wenn ihr wissen wollt, worum es hier eigentlich geht in diesem Spiel, dass ihr euch das ganze Let's Play anschaut, also auch die Folgen, die ich davor aufgenommen habe, sind recht anschauenswert. Ich fand sie ganz gut. Diese Ruinen, tief in den Bergen und von mächtigen Felswänden umgeben, sollen von einem einst mächtigen Clan errichtet worden sein. Auch nach dem Niedergang des Clans sind der große Schrein und die unterirdischen Katakomben noch beeindruckende Bauwerke. Doch da sich niemand mehr um sie kümmert, verfallen sie und werden nur noch von Yokai bewohnt. Nicht einmal Grabräuber sind mehr bereit, sich den Ruinen zu nähern. Ja, gespannt, was uns hier erwartet. Ewig schon nicht mehr Nioh gezockt. So, was habe ich denn aktuell hier für ein Loot angelegt? Wie kam ich nochmal in meine Einstellungen rein? Wartet mal. Ne, das ist das. Okay, mit Escape, aber wie es auf dem Gamepad geht, weiß ich gerade nicht. Ausrüstung. Okay, habe ich hier einmal den Speer und dann ein Langschwert Stufe 19. Das ist auch wirklich aktuell mit das Beste, was ich glaube ich habe, oder? Ich weiß es gerade gar nicht. Ich glaube, wir machen das jetzt erstmal. So. So, die Haltung wechseln, die Waffe wechseln. Okay, wir kriegen das hin, liebe Leute. So. Wie gesagt, ich muss erstmal wieder reinkommen mit Sir William, mit dem ich hier unterwegs bin. Oh, da oben sehe ich schon die Überreste von Yokai. Da ist sogar schon einer. Ich habe aber leider keine... ich habe leider keine Pfeile. Und da wird schon auf mich drauf geschossen. Ach du Schreck. Oh, ein Elixier. So, warte mal. So, schön weggeslashed. Ah, einen Pfeil habe ich bekommen. Sehr gut. Was wir mal machen werden, wir werden ganz schnell an den Audioeinstellungen ein bisschen arbeiten. Und werden Musik und Effekte noch ein bisschen leiser machen. Damit es einfach nicht so überdimensional laut ist. So, hier vorne kommt jetzt gleich ein Yokai raus. Eine Falle. Komm raus, Yokai. Okay, sie kämpft anscheinend mit. Wow. Okay, der zerballert mich gleich richtig.
Der hat mich gleich richtig gut weggeschöllert. Wie gesagt, in Ewigkeiten nicht mehr gespielt. Deswegen lasst mich wieder reinkommen. Erspart euch bitte hämische Kommentare. Oh Gott. Wie viel habe ich hier? Habe ich gerade Zwielicht als. Habe ich hier gerade Zwielicht als Schwierigkeitsgrad drin? Wir kommen ja gerade richtig auf die Fresse hier. Wow. Sie hat dem echt jetzt ganz schön gut Damage gemacht. Oh. Aber wollen wir uns mal einem Bösewicht stellen hier. Wow. Wie sie den echt jetzt weggezerrt hat hier. Wow. Sehr geil. Sogar Loot bekommen. Also epischen Loot. Gott, habe ich hier noch viel Zeug drin. Na gut, aber leider nicht so gutes Zeug. Ich will auch eigentlich eher wieder reinkommen hier ins Spiel. Okay, da oben ist eine Trap. Okay, wieder ein Yokai-Bruder. Übernehmen du mal den Yokai. Wow. So, auf jeden Fall warten, bis er so eine Liegeattacke macht, bis er so einen Sprung macht. Dann ist er nämlich anfällig. Ja, unter den Einäugigen ist der Blinde der König. Andersrum, unter den Blinden ist der Einäugige der König. Andersrum macht das auch ganz schön keinen Sinn. Ah, okay, ich kann sie auch einfach zwischendurch retten. So. Okay. Hier kommen wir auf jeden Fall gut voran. Da vorne ist noch ein Skelettiger und wartet auf seine Zerstörung. Das Schöne finde ich ja bei Nioh, dass es so eine Mischung aus Souls Game und aus Loot Shooter ist, wenn man das so ausdrücken will. Würde ich zwar jetzt nie explizit so ausdrücken, aber so ist es ja letztendlich. Huh.
Weil ich glaube, hier ist nichts mehr zu holen. Aber eine Truhe ist hier noch. Eine Trapdoor. Mit einem... Was machst du jetzt? Alter, fässt du sie mal nicht an, Junge! Wie du hier weggebammt wirst von uns. So. Ah ja. Und eine Geste haben wir bekommen. Und Shingiku-Medizin. All diese Items, mit denen ich immer so wenig anfangen kann. Ah ja. Oh, Mission abgeschlossen. Oh, das ging jetzt sehr schnell. Wie gesagt, ich muss erstmal wieder reinkommen in das ganze Spiel und gucken, wie weit ich es überhaupt gespielt habe. Was waren jetzt hier die Story-Missionen? Was waren Nebenmissionen? Das war jetzt anscheinend keine große Mission. Genichio war sehr erfreut, aber anscheinend hat sie das Geschenk nicht Fürst Munzihige, sondern seiner Mätresse Yachiko gegeben. Ich frage mich, was es wohl sein könnte. Manchmal verstehe ich sie einfach nicht. Hier noch Nebenmission, Missionsstufe 13 in Flammen gehüllt. Was habe ich hier hinten noch? Nebenmission, Nebenmission. Weiter zur nächsten Region. Alles Nebenmissionen hier. Muss auch mal alle meine Items mal ein bisschen verkaufen, meine Skillung überprüfen. Also ich habe hier exakt keine Ahnung mehr. わしは大阪におられる家康様へ石田方の動きを伝えに参る。早速毛利へ向かう長政殿と共にリーフデ号で大阪に向かうことにいたそう。 Aha, jetzt müssen wir also nach Osaka. Muss ich dagegen jetzt kämpfen? Gegen dieses Meeresungeheuer? Ano Ayakashi, uwasa ni kiku umibouzu. Ika ni onushi to de ha ga tatsumai. Riifudego mo hidoi arisama ja. Hitobazu aki ni yoru to shiyou. Nagamasa dono wa shinzoku ni ataru Hiraoka Yorikatsu dono no choryaku ni demuku to no koto. 船が修理されるまで身動きは取れぬし、毛利の調略を手伝ってくれ。
Okay, also bis unser Schiffchen repariert ist, erstmal hier den Örtlichen dabei helfen, ihre Probleme zu lösen, die meistens mit Schlacht und Yokai zu tun haben. あれが石田の家臣筆頭、島左近殿。敵にはしたくない相手よ。 しかし、左近殿でも毛利の調略は難しかろう。 Die Zwischensequenzen finde ich wirklich sehr, sehr cool. Was haben wir jetzt hier? Ausgangspunkt. Klar. Hauptmission. Die Silbermine bebt. Okay. Nebenmission. Die Hüter der Unterwelt. Der Hüter der Unterwelt. Ich würde erstmal die Mission machen, weil die von der Stufe noch mal ein bisschen niedriger ist. Um einfach so wieder ein bisschen reinzukommen. Wir Onmyo-Magier bewahren das Gleichgewicht zwischen unserem Land und der Unterwelt. Diese blutige Zeit dauert jedoch schon so lange an, dass die Unterwelt vor Toten überquillt. Schon bald werden wir die Kontrolle darüber völlig verlieren. Fürst Anjin, ich kann dich mit meinen Kräften ins Yokai-Reich bringen, das zwischen unserer Welt und dem Jenseits liegt. Wirst du im Gegenzug die hindurchströmenden Yokai-Horden bändigen? Alles klar, machen wir mal. Wobei, ich muss nochmal checken, nicht, dass ich hier die ganze Zeit hier auf Zwielicht spiele. Das heißt, ich mache ganz kurz nochmal Neustart. Genügend Items habe ich ja, glaube ich. Ah, es geht doch hier mit Chopper. Und zwar brauche ich dafür... das Reiseamulett. Nee. Genau, jetzt habe ich die Mission ganz kurz mal abgebrochen, weil ich einfach nochmal checken will, dass ich hier auch auf dem normalen Schwierigkeitsgrad spiele und nicht auf Zwielicht. Ich finde dieses Missionssystem ziemlich cool. Man kann immer schön Loot abgreifen und man kann halt auch zum Beispiel gucken, dass man... man kann auch immer schön gucken, dass man seinen Charakter weiter verbessert. Ah, okay, ich sehe. Oh, ja, ja, hier, die Zwielicht-Missionen sind in der Stufe noch viel höher. Nur das ist eine normale Mission. Okay, dann gehen wir jetzt hier rein und probieren hier unser Glück. Werden wir jetzt in der Folge nicht alles schaffen, aber wir fangen mal an. Den Erzählungen nach ist Yomotsu Hirasaka der Eingang zur Unterwelt. Yomotsu Hirasaka, der Eingang zur Unterwelt. Wer ihn durchquert, gelangt zum Fluss Sanzu, der die Welt der Menschen vom Jenseits trennt. Die schiere Anzahl toter Seelen durch den andauernden Krieg hat viele Yokai angelockt. Dann kümmern wir uns um die Yokai. Ah, diesmal ist sie nicht mit dabei. Diesmal sind wir hier alleine. Oh, die Grafik ist so schön. Man darf nicht vergessen, das ist ja noch das Spiel von 2016. Okay.
Mann. Wow, 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 Jungs. Ja, ja, die sind gerade, wow, 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 on fire hier, die Boys. Und mir fehlt gerade ein bisschen die Ausdauer. So, sehr schön. Alles weggebotzt hier. Oh, du siehst ein bisschen größer aus. Aber egal, Kopf ab. Ah, okay. Oh Gott, zwei von denen. Wow. Ja, ich warte eigentlich nur gerade, dass mein Bro hier aufgeladen ist. Nicht so krass leicht hier gerade. Meine, ja, ich wende meine patentierte, ich laufe die ganze Zeit Rückwärtstechnik an, mit der ich ja auch schon in Dark Souls immer sehr viel Erfolge hatte. Aber ihr merkt, wenn sie mich einmal haben, dann haben sie mich. So, den ersten haben wir da gleich. Bloß nicht übermütig werden. So. So, nebenbei Loot einsammeln, falls Elixiere dabei sind. Oh Gott, das ist eine Falle. Das ist eine fucking Falle. Nein, scheiße. Ah, fuck. Ja, beinahe, Leute. Das sah echt gut aus, was wir hier gemacht haben. Ja, das haben wir natürlich ganz von vorne wieder an. Ups. Thank you.
Wow. Wow, 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 wow. So, jetzt mal ruhig bleiben hier. Ja, das ist natürlich immer perfekt, um ruhig zu bleiben. Ist eigentlich immer, wenn sowas passiert. Boah, jetzt sind wir jetzt aber echt kritisch hier. Jetzt hätte ich wirklich noch den nächsten Kampf echt nur noch gewinnen. Durch den Yokai-Mod. Na dann, kommt, kommt, kommt her, kommt alle her. Boah, das gibt's nicht. Ich komme halt echt nicht mehr von ihm weg. Das gibt's nicht, Leute. Das ist gerade wirklich hart. Weil wenn dann auch vielleicht nur noch ein Böslein kommt. Weißt du, Steine kriegst du hier, ne? Fuck, fuck. Oh, dieser Feuerdämon, der gibt mir echt auf den Keks. Dank dem Gegengift.
Ist ja schön, dass ihr mir hier so Items gebt, aber... Ah, stimmt, erstmal kommst du. Jetzt wird's schwer. So. Ich muss erst den Kleinen hier kriegen. Das ist eigentlich das wahre Problem, ist halt diesen Kleinen da zu bekommen. So. Und jetzt wird's eigentlich... Jetzt muss ich die halt so ein bisschen in die... in die Attacken reinlocken. Das ist natürlich jetzt immer so ein bisschen das Thema hier. Oh, fuck it. Ja, ich weiß, der steht ja gerade schön auf dem Präsentierteller. Was soll ich machen, wenn der andere, der hämmert mich dann halt weg. Da gibt's Items. Was gibt's denn da Schönes? Na, nicht zu übermütig werden hier. Oh, ein Elixier, sehr gut. Immer den markieren, der gerade vorne ist, den angreifen lassen. Und dann selber einen Angriff machen. Wenn der Platz nicht reicht, einfach nochmal. Also abwarten. Einfach die beiden Brüder hier erstmal machen lassen. Aber spannend, Leute. Ist echt spannend. Ja, ich bekomme sie gerade nicht so schön rein, wie ich das gerne will. Einer muss am... Oh, fuck. Einer muss am besten so eine Art Charge auf mich machen. Dann kann ich auch noch gleich noch die Feuerwaffe eigentlich gleich mal benutzen. Das mache ich, wenn mir jetzt der eine da von den beiden tot ist. Du da. Alter, der andere, der ist so aggressiv, weil der rennt die ganze Zeit schon so. Ne, der will es. Die wollen es eigentlich beide. Die wollen beide sterben. Wollen beide, dass ich mir Flamme auf die Waffe packe. Und die... Oh, fuck it. Sie dann wegschnetzel. Oh, jetzt habe ich... Der muss eigentlich fallen hier. Der fällt auch, sehr gut. Ja, ich muss mich heilen hier, sonst erwischt er mich gleich ungünstig. Boah, diesmal aber echt Glück mit Elixier, ey. So.
Der ist eigentlich nicht das Problem, der Große. Der macht nur Terror. Mich nervt der Kleine da. Da will ich ran. Da muss ich den Großen dazu bringen, dass er erstmal so ein bisschen... Hey, merkt ihr, der Kleine ist eigentlich nicht das Problem. So, der Große. Der Große ist nicht das Problem, der Kleine. Den Kleinen muss ich hier kriegen. Den Großen, den kriege ich hier schon. Ich kann auch zuerst den Großen hier erledigen. Dann habe ich mehr Zeit für den Kleinen. Ich muss ihn halt mal so ein bisschen hier wirklich hier rumkiten. Der ist mir gerade... Ach komm, mach doch nochmal deine komische Plumps-Attacke. Dann kriege ich dich ja wenigstens mal. Genau, danke dir. Der kann den spawnen. Oder verwandelt er sich nur da rein? Okay, er scheint sich nur da rein verwandelt zu haben. Boah, geil. Wieder epischen Loot. Okay, er wird einfach nur größer. Ich dachte, der Kleine ist jetzt hier die ganze Zeit noch dabei und kann die Brüder hier spawnen. Das wäre natürlich richtig mies gewesen. Das wäre jetzt ja wirklich obermies. Ja, Mission abgeschlossen. Sehr geil. Oh, sehr schön. Ja, Leute, da Lohn für die Mühe, würde ich sagen. Lohn für die Mühe. Haben ordentlich Loot abgegriffen. Eine schöne Mission gespielt. Zwei tolle Missionen abgeschlossen. Wieder ein bisschen reingekommen hier ins Spiel. Neuen Bereich erkundet. Ich würde sagen, Nio 1. Als wäre ich nie weg gewesen, Leute. Als wäre ich nie weg gewesen. Ja, würde ich sagen, passt. Machen wir Ende für heute. Ende im Gelände, Schluss im Bus, aus die Maus. Zack. Und... haben neuen Loot bekommen, den ich auch demnächst mal ausprobieren werde, also in der nächsten Folge. Und dann geht's hier weiter, oder? Also ich hab Bock, ich hoffe, ihr habt auch Bock. Ich schaue mir das jetzt wieder eine Weile an, mal gucken, wie das bei euch so ist. Die alten Folgen haben ja teilweise ganz schön nachgezogen über die Wochen und Monate mit den Views. Das hat mir auf jeden Fall schon sehr zugesagt. Das sollte die Yokai für eine Weile ruhig stellen, aber solange dieses Zeitalter des Krieges andauert, werden weiterhin wütende Dämonen aus Yokai-Reich in unsere Welt eindringen. Nur der Frieden kann uns Erleichterung verschaffen. Ich bete dafür, dass wir ihn bald erleben. Ah ja, jetzt kann ich jetzt so zwischen den Gebieten hin und her wechseln. So, kurz mal abspeichern. Und dann, ihr lieben Leute, sehen wir uns wieder in der nächsten Folge Nio. Ich hoffe, ihr seid mit am Start. Ich freue mich auf euch. Gehabt euch wohl. Bis zum nächsten Mal. BB, euer Hyuga.